während ich zwei Wichser hab, die mich invasieren und alles. Das kann eigentlich in die Geschichtsbücher rein. Irgendwann war es einfach zu früh, irgendwann hast du keine Estos mehr, aber. Dennoch. Ja, ich hab jetzt gerade die zwei NPCs zerstört, die wurde. Also weißt du, die zwei mit den Keulen und den Doppelsperren und Scheiß. Ja, mit Parieren geht's eigentlich recht einfach. Aber da hat er wieder gesehen gerade, dass es hier Holme drin fallen. Wirklich Sachen, aber überhaupt keine Ehre. Und da unten, wo diese zwei Waffen hier, diese großen Waffenkrokodilmonster, weißt du? Das erste habe ich auch gegen das zweite Kipfing gerade, kommt der Olmisch Pisser aber. Ich muss mich die ganze Zeit umreifen, während ich gegen das Viech kämpfe. Dann bringe ich das Viech um, dann kämpfe ich gegen er, dann ist er fast hin, dann muss er sich natürlich heilen, weil Pisser Ehre und Anstand kann er nicht haben. Während bereits ein zweiter Olmisch Pisser da ist, um ihn zu machen. Olmisch getreuer Venus ist gefallen, das kam ein bisschen spät jetzt. Ich war schon bei die Hunde unten und dann stand es da, dass der NPC gefallen ist. Okay, gut. Okay, ich würde es noch einmal gut einsetzen. Einmal aus Gaudi. Aber wenn ich jetzt wieder draußen in der Sohn habe, an die unnötigsten Punkte, dann mache ich beim nächsten Ding sofort nicht mehr auf. Weil dann reicht es ja nicht mehr. Bin da dran. Und ich meine, ich bin zwar gerade verreckt und alles, aber ich muss echt sagen, wie ich das ja, wie ich mich umgestellt habe, dann bin ich schon stolz auf mich selber. Und auch wenn es vielleicht arrogant ist, das soll man erstmal mal dann noch machen. Was die allergrößte Brecher ist halt, sie kommen zu zweit und dann müssen sie sich auch noch heilen. Das ist überhaupt kein Anstand. Okay, deswegen lasse ich hier normalerweise nicht. Alles klar. Dann halt noch den anderen Scheißweg. Andy, ich bin normal so das cool und gehst den Weg, der schwieriger ist, machst du. Das ist nicht wert. Das einzige, was das bringt, ist, dass es mega hoch ist. Okay, Andreas. Gute Nacht. Ich lauf doch ganz schnell zu meinen Seelen und hol mir die anderen her. Der Freitag auf Nachtkrone wahrscheinlich. Ja.
dann aber erstmal nimmer. Also war cool, wenn du vielleicht am Freitag dann frei hältst und nicht mit dem Lars dann was ausmachst. Alter, Entschuldigung, da ich anderen jetzt gleich auch noch an. Keiner, ich sag das bloß dazu. Ja, du hast die ja gerade reserviert, also. Ja gut, das mehr wollte ich doch gar nicht. Übrigens, weil du meinst, dir geht's da schlecht. Der Michael Fink, der macht schon seit 5 Nachmittag oder so leid. Und ich hab die ganze Zeit gesagt, ja, heute, die Zeit. Ja, aber der hat halt echt, bist dabei, bist der Freund. Punkt. Ja, eben. Schau, deswegen hast du dir ja jetzt dann gleich die erste Priorität abgenommen aus. Und nicht der Schläger. Obwohl du da eigentlich Spieler kennst. Ja, die hätten mich am Arsch, diese blöden Silber da, Alter. Die haben schon gar keine Chance gegeben. Alter, ohne Scheiß. Da ist schon von Vorteil ein großes Schwert zu machen. Ich denke, dann wärst du mit deinem. Ja gut. Können wir alle parieren. Erst einmal bist du Häkchen, Mann. Ja, das sind wir bitte. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Lars. Ah, Andi. Andi natürlich. Ich habe ja gar nichts anderes gesagt. Servus. Ja. Servus. Ja. Macht man das heute? Aber dann nur vor Knopf. Gibt's jetzt eigentlich da rum? Ding, wo ja erst. Und, wie auch schon den. Scheißegal. Das ist neues.
Name thyself. I am what beckon. Thou thinkst, Terry. I. Thou stern if to be a then. Thou'rt now the us. Oh, if I could. Of so sick may the.